Hallo, hier ist Inga von der Deutschen Kinemathek. In Berlin wurden so viele Filme gedreht. Wir dachten uns, warum gehen wir nicht raus in den Stadtraum und machen Filmgeschichte dort erlebbar und sichtbar, lassen Filmkulissen auferstehen. Das geht mit AR, mit Augmented Reality. So wird nicht mehr Sichtbares sichtbar. Deshalb entwickeln wir jetzt eine App, mit der wir das Museum in den Stadtraum erweitern und mit der wir junge Leute ansprechen, weil sie interaktiv und spielerisch ist und weil sie Berlin mit Filmen erlebbar macht. Gleich nehmen wir sie mit nach draußen an den Potsdamer Platz und zeigen ihnen, wie das mit AR eigentlich funktioniert. Hier am Potsdamer Platz entstanden zum Beispiel Szenen für den Film Berlin, Sinfonie der Großstadt. In den 20er Jahren dokumentierte der Film hier das wilde Verkehrstreiben am Platz und zwar ganz unbemerkt mit einer damals neuartigen Kamera, der Kinamo-Kamera. Sie war so leicht, dass man sie tragen konnte. Diese Kamera wird man in der App in Echtgröße sehen und man kann einen Kamerafilter benutzen, der das Smartphone zur historischen Kamera werden lässt, um anschließend die Aufnahmen mit Freunden zu teilen. Mit der App Agentur Zauber setzen wir jetzt die geplanten Inhalte um und entwickeln ein Storytelling mit AR. Mit der Kartennavigation gelangt man zu den drei Orten Potsdamer Platz, Alexanderplatz und Heinrichplatz in Kreuzberg in der Nähe vom Kottbusser Tor. Die App ist standortbasiert und die AR-Elemente lassen sich so sehr genau platzieren. So lassen sich Filme in Berlin wieder unmittelbar zum Leben erwecken. Bis dahin war aber viel Vorarbeit nötig. Wir haben ein App-Team gegründet, wir haben mit Design Thinking einen Prototypen erstellt, den mit Studierenden getestet und dann unser Konzept nochmal überarbeitet. Wir sind dann rausgegangen an die Drehorte, haben Kamerapositionen rekonstruiert, Filmszenen nachgestellt, das alles, um herauszufinden, welche Aktionen eigentlich Spaß machen und wie man Filmgeschichte am besten vor Ort erzählen kann. Da sind die Füße und dann nach da liegend. Genau, Kopf Richtung dem orangenen Auto. So. Wir hoffen, dass wir Ihnen einen guten Einblick in unser Teilprojekt geben konnten und freuen uns auf die Veröffentlichung im April 2022.